Hallo meine Lieben, heute mal wieder ein ernstes Video auf den Kar-Samstag, warum ich heute auch nicht in die Messe gehe, beziehungsweise die Messe nur streame. Wegen PTBS-Trigger und so. Also es ist halt, ja, die Karwoche war halt seit den ganzen Ereignissen halt nicht leicht für mich generell. Und seitdem, was halt letzten Karfreitag passiert ist, ja, ich kann sagen, ich bin tatsächlich not amused und bin nervös, dass wieder irgendwas sein wird oder so. Und zwar, es war folgendes, es ging mir halt Karfreitag auch nicht gut und ich war halt depri unterwegs wegen der ganzen Situation. Ja, halt Schuldgefühl und so von früher noch, wo ich da bei den Pius-Brüdern und so weiter da ein bisschen unterwegs war. Ein bisschen unterwegs ist gut. Und jedenfalls, ich habe da so ein bisschen dann ja, mich durchgerungen, um dann doch irgendwie die Karfreitagsliturgie zu streamen, weil ich die eigentlich sehr schön finde. Habe mir halt gesagt, ja, da kannst du ja dann vielleicht ausmachen oder stumm machen, wenn es dich halt zu sehr triggert und du halt dann quasi in Gefahr bist, dass du irgendwie einen Schub bekommst oder so. Ja, dazu ist es dann nicht gekommen. Es ist nämlich folgendermaßen weitergegangen. Es war so 14.45 Uhr, da klingelt es an der Tür, da dachte ich ja, wer klingelt denn jetzt hier auf einen Karfreitag um 15 Uhr? Was ist denn das? Ist ja total unhöflich, ne? Weil ich habe niemanden erwartet und so. Ich wollte erst gar nicht aufmachen, aber das hat dann halt voll Sturm geklingelt und dann habe ich halt abgenommen und dann habe ich gesagt, ja, Biermann, und ja, da sagt derjenige, ja, aufmachen, Polizei. Ich so, ja, wie bitte? Der so, ja, aufmachen, Polizei, wir haben eine Meldung gekriegt, dass eine suizidgefährdete Person in der Wohnung ist. Habe ich die Tür aufgedrückt, da kamen noch vier Polizeibeamte in voller Uniform, der Notarzt, unten stand da der Rettungssanitäter mit der Trage im Hausflur und ich habe gesagt, ja, wer hat sie denn gerufen? Ja, wir haben einen anonymen Anruf gekriegt mit ihrer Adresse, dass sie halt akut suizidgefährdet sind und halt in die geschützte Psychiatrie gebracht werden sollten, weil sie akut suizidgefährdet sind. Und dann sind wir halt in der Pflicht zu handeln und halt dieses Aufgebot rauszuschicken. Da habe ich gesagt, ich bin nicht suizidgefährdet. Und ich möchte gerne wissen, wer da angerufen hat. Dann die gesagt, nee, das ist halt anonym. Von daher weiß ich es bis jetzt nicht mit Bestimmtheit. Aber ja, also wenn ausgerechnet Karfreitag um genau 15 Uhr die Polizei bei mir klingelt und mich in die Klapsmühle bringen will, dann kann ich mir eigentlich schon ganz gut denken, wer dahinter gesteckt hat, beziehungsweise welche Szene dahinter gesteckt hat, nicht wahr? Also ich habe dann mit denen rumdiskutiert, weil die dann halt meinten, ja, aber wenn wir sie jetzt hier lassen, dann müssen sie uns halt, also ich musste dann halt auch was unterschreiben, dass ich halt auf eigene Verantwortung da bleibe und so. Und das Krasse ist halt, damit hätten die mir echt meine Karriere versauen können, weil wenn du gegen deinen Willen in die Psychiatrie gebracht wirst, in die geschlossene, das wissen viele nicht, dann gibt das einen Eintrag im Führungszeugnis und dann kannst du es vergessen, an der Uni eine Stelle zu kriegen. Also zumindest erschwert es das natürlich enorm und auch sonst erschwert es das Leben enorm, wenn man im Vorstrafenregister was stehen hat. Was ich eigentlich eine Schande finde, dass das so ist. Auch mein ehemaliger Doktor hat das gesagt, er findet das eine absolute Schande. Und es gibt jetzt auch schon Petitionen und so weiter dagegen von Seiten der Psychiater, die halt sagen, das kann nicht sein und so, weil das ist ja eine Stigmatisierung. Es gibt ja auch Krankheiten, die wirklich nur zeitweise auftreten. Also sagen wir mal, jemand verliert einen Familienangehörigen und hat dann eben, ich meine, das geht nie ganz weg, diese Trauer, aber eben ein, zwei Jahre eine richtig akute Phase und das steht dann halt jahrelang in seinem Lebenslauf, dass der in die Psychiatrie gebracht wurde. Ist nicht so nice. Kurz und gut, also das war wirklich nicht mehr witzig, da hätten die wirklich mein Leben mit beeinträchtigen können und ich meine, die 10 Döner, da kann man noch drüber lachen irgendwie, auch wenn es natürlich auch nicht wirklich lustig ist, aber ja, das war halt wirklich der Oberknaller. Also ich habe gedacht, jetzt reicht es. Und dann habe ich gesagt, ja, was passiert denn, wenn der nochmal anruft oder eine andere Person aus dem Dunstkreis?
Und dann meinten die, ja, dann müssen sie anrücken. Aber sie haben ja die Hintergrundgeschichte jetzt quasi, also sowas behalten die ja im System quasi. Und wenn das nochmal passiert, dann wird da wahrscheinlich dann keine große Diskussion stattfinden, weil dann wissen sie ja warum. Ich weiß nicht, was da noch passiert ist, ob die den dann abgemahnt haben oder so. Ich weiß auch nicht, ob die. Also die haben mir halt über die Person keine Auskunft gegeben. Ich weiß nicht, ob die überhaupt Informationen hatten oder ob das komplett anonym abgelaufen ist mit so einem, was weiß ich, Eil-Yildiz-Karten-Handy, was halt dann, wo man dann die SIM-Karte wegschmeißt oder so. Aber da hat sich jemand wirklich richtig Mühe gegeben, mir da richtig eins reinzuwürgen. Also, was natürlich von diesem Klientel, von dem ich spreche, auch nicht gerade auf eine gesunde Psyche schließen lässt, weil normale Leute hetzen anderen an Karfreitag 15 Uhr nicht die Polizei auf dem Hals mit irgendwelchen wüsten Behauptungen und vor allem ohne Vorankündigung. Also, wenn derjenige sich wirklich Sorgen gemacht hätte, dass ich an dem Tag depressiv sein könnte, was ich auch war, dann hätte der sich ja bei mir gemeldet und hätte halt gefragt, wie es mir geht. Also, das war schon eine perfide, bösartige Mobbing-Aktion. Mal wieder von unseren Freunden, den Theologen. Ich spreche es jetzt einfach aus, weil wer soll das sonst gewesen sein? Zu Freitag 15 Uhr hat doch ein, ich sag jetzt mal, durchschnittlicher Bundesbürger jetzt auch nicht mehr so den Bezug. Und das hat ja schon irgendwie eine Symbolkraft, ne? Ja, also drückt mir mal die Daumen, dass diese Karwoche nicht wieder irgendwas ist. Vor allem, die haben dann noch mit meiner Nachbarin gesprochen. Das war so peinlich. Und haben die halt dann angewiesen zu gucken, dass mit mir nichts ist und so. Und haben die halt dann noch ausgefragt, so, ob sie irgendwas mitgekriegt hat und ob das mit den Leuten stimmt und so weiter. Und der habe ich das ja auch schon mal erzählt gehabt, von daher konnte sie das ja bestätigen. Und ich kann da echt froh sein, dass die auch zu Hause war und das bestätigen konnte. Weil, wenn der Notarzt nicht so kooperativ gewesen wäre, und die waren alle sehr nett, muss ich dazu sagen, hier von der Polizei. Ja, dann hätten die mich in die Geschlossene gesteckt über Ostern und dann hätte ich einen Eintrag im Führungszeugnis und alles wegen dieser Bekloppten. Ich sag's jetzt mal so, wie es ist. So Leute, bevor ich mich jetzt noch mehr aufrege, Peace out, ich bin draußen.